So, hallo zusammen, zurück auf unserer Tour von Verona nach Salzburg in dem alten 1633. Ich habe die Gelegenheit jetzt gleich mal genutzt und habe gleich hier getankt, da ich mit dem LKW ja schon ein paar Runden gefahren bin und hier der Tank nicht allzu groß ist. Und jetzt fahren wir weiter, fahren nach Salzburg. Ja, Thema tanken, da wäre man froh, wenn man manchmal in den 80ern zurück wäre. Wenn man sich die Spritpreise heutzutage mal so anschaut. Aber naja. Auch ein Thema, was mir gefallen würde in Sachen Euro Truck Simulator, wäre jetzt zum Beispiel das animierte Tanken. Das heißt, oh, danke schön, Kollege. Netter Mensch. Das heißt, dass man beim Tanken an den Tankstellen aussteigen muss. Oder das auch beim B- und Entladen. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Simulator On the Road. On the Road, also OTR, hat das hier eigentlich in den Anfängen ganz gut umgesetzt. Hier musst du aussteigen, musst du hintergehen, die Türen vom Trailer öffnen, kannst an die Rampe fahren. Muss beim Tanken aussteigen und dann wieder einsteigen. Also das wäre etwas, was ich mir für den Euro Truck Simulator auch mal wünschen würde. Gut, jetzt den OTR und den ITS zu vergleichen, das wäre wie nicht mal Äpfel mit Birnen zu vergleichen, das wäre eigentlich wie Äpfel mit Bananen zu vergleichen. Also da fehlt es beim OTR schon sehr weit gegenüber dem ITS. Aber nichtsdestotrotz würde es viel mehr Spielspaß reinbringen, wenn man jetzt sagt, man müsste beim B- und Entladen aussteigen, müsste nach hinten gehen, die Türen öffnen, dann an die Rampe fahren. Wäre schon eine coole Sache. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet oder was ihr darüber denkt. So animierte Sequenzen ins Spiel mit einzubinden. Aber mal schauen, was SCS Software uns hier die nächsten Jahre noch zu bieten hat. So, wir fahren jetzt nach Salzburg. In Salzburg werden wir abladen. Dann ist diese Tour auch schon beendet. Wir werden dann sehen, was als nächstes kommt, was auf der Liste steht. Mal sehen, wie ich Zeit habe, jetzt zwischen den Feiertagen, um noch neue Videos zu machen. Freut euch schon auf das nächste Jahr. Wie gesagt, da geht es weiter mit Auf Achse. Immer geradeaus. Da werden dann einige Touren folgen mit dem Mercedes von Franz Merster. Wir werden dann auch einige Touren mit dem Volvo fahren, mit dem F12. Ja, und dann werden wir mal weitersehen, wie es weitergeht. Hier auf jeden Fall mit diesem Mercedes werde ich auch noch ein paar Runden drehen. Ich habe jetzt eigentlich schon den Entschluss gefasst, dass ich hier eine Oldschool-Reihe machen werde, wo wir hier historische Fahrten machen mit solchen LKWs. Jetzt zum Beispiel im Mittleren Osten, wo man ja in den 70er, 80er noch hinfuhr. Ich weiß gar nicht, gibt es das heute noch? Fährt heute noch irgendjemand mit dem LKW in den Nahen oder Mittleren Osten? Also den letzten, den ich wusste, das war eine Spedition aus Österreich, Schweiger. Die sind hier runtergefahren nach Nordafrika, Marokko und so weiter. Aber jetzt, im Moment, ich weiß es nicht. Weiß von euch jemand eine Spedition, die noch Nahen Osten, Mittleren Osten fährt?
Ja, gefällt mir gut, muss ich sagen. Der Mercedes hier, der NG, gut gemachtes Modell. Upsala, aufpassen, Außenaufnahme. Das Einzige, was mir an diesem Modell nicht so gut gefällt, das ist, wenn ihr beim Truckdealer seid, den LKW konfiguriert. Es ist egal mit den Motoren, es gibt nur drei verschiedene Typenschilder. Es gibt das Typenschild für den 1632, den 1633 und den 1634. Also da wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es noch der Modder hinbekommen würde, dass sich die Typenschilder drehen. Es gab ja vom NG, von der neuen Generation, mehrere Varianten. Also es kam ja dann 1980 gab es eine Modellpflege, 85 gab es eine Modellpflege. Da gab es dann mehrere Modelle. Das wäre ganz schön, wenn man dann vielleicht einen 1635 fahren könnte, wenn man vielleicht, also die Motoren gibt es ja mit 350 PS, wenn man den 1638 fahren könnte. Aber wie gesagt, das ist jetzt gerade Jammern auf hohem Niveau, da dieser Mod eigentlich sehr schön und super gemacht ist. Wobei mir jetzt sowieso aufgefallen ist, ich weiß es nicht, ob das mit der ganzen Update-Politik zusammenhängt. Wenn ihr euch mal so umguckt in der ganzen Modding-Szene, so richtig LKW-Mods oder Trailer-Mods in dem Sinne, dass man fahrbare oder kaufbare LKWs hat, sind sehr selten geworden. Also wenn ich da denke, früher der RJL Scania, Pendragon, OH has Volvo, ich weiß nicht, es ist weniger geworden. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass die Updates so schnell kommen von SCS? Keine Ahnung. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn man hier bei den Litauern drauf geht, sehr, sehr viele PKW-Mods. Ich weiß es nicht, also ich habe nichts dagegen, nicht was falsch verstehen, es kann jeder machen, was er will und mag. Aber wenn wir PKWs fahren wollen, ja dann doch bitte in einem anderen Spiel und nicht im Euro-Truck-Simulator. Das soll immer noch eine Truck-Simulation, eine LKW-Simulation sein. Meine persönliche Meinung. So, Salzburg, ein Ockerl. Haha, keine Angst, ich singe nicht. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Also auf die Überarbeitung von Österreich bin ich ja echt gespannt. Die Bilder, die man da schon so sieht von SCS, das schaut schon toll aus. Schaut wirklich toll aus, also. Da tut sich ganz schön was. In Sachen Maps tut sich ganz schön was. Auch der Mod, den ich hier benutze mit dem milden Winterwetter bzw. Späten Herbstwetter, macht sich sehr gut. Auch da bin ich gespannt, wie im vorigen Video schon gesagt, was da von SCS noch kommt, Jahreszeiten oder und dann rechts abbiegen. Wie auch immer. Wir werden sehen. Ich denke, dass noch einiges kommt. Ich denke auch nicht, dass der Euro Truck Simulator jetzt von SCS so schnell eingestellt wird. Biege nach rechts ab. Auch das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Was ich jetzt gehört habe, das ist
eine Spielkonsole-Version, ob es die geben wird, ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt bei einem anderen YouTuber mal auf dem Kanal gesehen. Da kam das zur Sprache. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung, wir werden sehen. Wie gesagt, es wird alles noch höchst interessant werden, was noch alles kommt in diesem Spiel. Wenn man in der heutigen Zeit davon ausgeht, was mit Computertechnik und so weiter alles möglich ist. Ja, komm. Da kann man dann echt gespannt sein. Und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So, liebe Freunde des virtuellen Truckings, das war jetzt unsere Tour nach Salzburg in diesem wunderschönen alten Mercedes NG 1633. Ich verabschiede mich von euch, sage danke fürs Schauen, bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, danke. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da.